Guten Tag, hat er gesagt. So. Wir wollen ja oben hier noch die Reste rausfischen. Zumindest das, was ich so habe. Sonderlichkeiten hier erstmal rein. Davon haben wir relativ viele, ne? Was cool ist, muss ich sagen. Hier machen wir die Reste rein. Sauerstoff haben wir noch einmal. Das sollten wir auch mitnehmen. Vorsichtshalber. So. Und dann werden wir versuchen, hier nochmal rein zu stürmen. Meine Taschenlampen-App habe ich natürlich nicht bei. App. Weiß ich mal nicht, warum ich Taschenlampen-App sage. Ey, versteht das auch nicht. So, zack. Das hier nochmal tauschen. Den hier können wir wegmachen. Den ran. Und dann stürmen wir da noch rein. Die goldene Kiste da hinten, die können wir auch noch zerlegen. Kriegen wir auch noch irgendwas. Irgendwas Schönes war es auf jeden Fall gewesen. Bin ich mir relativ sicher. Aber erstmal hier rein. Schon mal Licht an. So, die erste Kiste kann man natürlich gleich zerlegen. Na, hier einmal. Komm schon. Können wir hier die Heizung, glaube ich, auch zerlegen, ne? Schon eine T2 Heizung. Ganz schön weiter Weg hier, muss man sagen. So, und jetzt haben wir hier natürlich fast nur Schönigkeiten. Die war, ja, die können wir jetzt hier erstmal nehmen. Die können wir meinetwegen auch essen. Ja, viele Sonderlichkeiten haben wir jetzt hier nicht so. Ja, den Chip nehmen wir nochmal mit. Den machen wir als erstes. Ach, das können wir hier trinken. Ja, das dann am Ende. Dann können wir nämlich den Monitor mal bauen. Oh, und die Pläne freischalten. Das, glaube ich, ist jetzt hier so der beste Plan, den wir haben. Sieht schon ein bisschen anders aus, weil wir haben ja so ein paar Mikrochipsätze, ne? Da können wir die Kleinigkeiten dann wirklich mal wegdenken. Das Doofe ist nur, wir haben ja keine Leiter, aber ich glaube, ja, wird jetzt nicht so schlimm sein. Hier erstmal die ganzen Sachen raus. Ja, viel Platz haben wir hier auch nicht mehr, ne? Den wieder reingetauscht erstmal. Zack. Zack. Hier. Eisen und Silizium. Zack, haben wir keine Energie mehr. Ja gut, aber davon können wir ja auch drei bauen. Das sollte ja nicht so das Problem sein. Immer zu sagen. Das nehmen wir hier erstmal so als Außenposten. Interface. Wir haben ja zwei Mikrochips. Ah, unsere neuen Schuhe haben wir. Stimmt, mehr hatten wir hier gar nicht, ne? An Mikrochips. Ne, da müssten wir dann wieder reingehen. Um die restlichen zu holen. Na, auf geht's. Wollen wir natürlich keine Zeit verlieren hier. Hier liegt ja auch ein Koloss. Früher dachte ich immer, hier gibt es mehrere so eine Sachen, ne, die man vielleicht so finden könnte, aber gibt es gar nicht so. Hier gibt es hier diesen einen Eingang und da ist relativ viel drin. Mehr gibt es da halt nicht.
Sauerstofftank, okay, cool. Ah, jetzt sind wir hier ohne Sauerstoff. Ah, das ist doof. Oh, ich habe gar keinen Sauerstoff. Da sind wir aber jetzt. Da bin ich doof. Das hat echt doof gemacht. Ah, und dann in die falsche Richtung. Da werde ich ja auf jeden Fall was verlieren jetzt hier. Aber das ist zu weit hier. Ja, leider nicht, ey. Gut, die liegen denn hier zwar die restlichen Sachen. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber der war einfach, ja, eigentlich hätte ich mir ein bisschen was mitnehmen lassen. Aber wir haben den Chipsatz behalten, das ist eigentlich mit der wichtigste. Oh. Haben wir aber schnell die Sachen jetzt hier gelernt, ne? T1, T2. Aber gar nicht den Rucksack. Der Rucksack wäre ja eigentlich noch cooler gewesen. Den könnten wir, glaube ich, hier gucken. Da ist nämlich hier oben Terraforming bei 300 Ti. Ja, ein bisschen was haben wir ja. Aber erstmal den hier rein wieder. Den weg. Ne, den weg. So rum. Und jetzt hier so ein bisschen noch die Windkraft. Ne, die nicht. Die Bohrer. Brauchen wir Titan noch zu. Wie viel Titan haben wir? Auch nur einen sogar. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also das eigentlich ist das schlecht. So, dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. Die ersten paar Punkte, die sind ja relativ schnell gemacht. Die Leiter können wir, glaube ich, noch gar nicht. Ne? Nö. Warum sollten wir die auch können, ne? Ich glaube, die wird hier auch drin gar nicht angezeigt. Ich glaube, die kann man nur so freischalten, ne? Ja, kann sein. Kann echt sein. Ja, aber dann bauen wir den hier oben dann mal ab. Weil das macht ja dann gar keinen Sinn. Und bauen den dann lieber hier hinten nochmal dran. Hier. Das ist mir selber hier zugebaut, ne? Aber weil das ja immer so komisch aussieht, will ich hier natürlich auch so ein Ding darunter bauen. Ja, sonst sieht das irgendwie komisch aus, so freischwebend, das mag ich gar nicht. Ja, und dann können wir hier ein paar Heizanlagen bauen, Silizium und davon haben wir ja ein paar. Ne, die waren hier vorne, ne? Davon ein paar. Oh, ein bisschen zu viel sogar. Das können wir auch raushauen. Den hier raushauen und ein bisschen Eisen noch dazu. Und dann bauen wir hier ein paar Heizungen auf. Ja, dann müssen wir erstmal ein bisschen. Bisschen wieder sammeln. Hier war auch ein schöner Chipsatz drin. Da haben wir ja Glück, ne? Und wir können dann ziemlich schnell die Leiter bauen. Dass wir ein bisschen da oben auch wegbauen können. Eisen liegt hier irgendwie nicht so viel rum, ne? Achso, Inventar ist voll. So. So, jetzt geht es da oben natürlich auch relativ schnell. Ne? Mit den ganzen Geballer. Mit den ganzen, sag ich mal, ersten Punkten, die wir da zusammenkriegen. Also die 300 sollte jetzt nicht so das Problem sein. Dadurch, dass wir hier so ein bisschen gebaut haben.
Den können wir auch noch freisetzen. Der Kompass, okay. Ja. Geht so jetzt ein Kompass zu haben. Den beiden war wohl mal vorerst. Die hier rein. Den Rest rein. Ja, sieht ja schon mal gut aus, das Ganze. Ja, wo machen wir als nächstes hin? Da drin ist ja noch ein bisschen was. Wir müssten eigentlich uns auch noch Sauerstoff herstellen. Brauchen wir zweimal Kobalt. Das ist jetzt auch nicht so das Problem. Trinken sollten wir auch noch herstellen. Wenn wir jetzt hier schon mal dabei sind. So, diesmal safe. Safer als safe. Gut. Dann natürlich die Taschenlampe. Ja, mit Rucksack wäre natürlich toller. 9. Aber ist dann eben halt erstmal so, ne? 300. Ja, ist ja fast geschafft. Wenn wir wiederkommen, können wir bauen auf jeden Fall. Ja, das ist auch okay. Ja, und ich schnapp mal, weil wir sollten ja auch denn, jetzt kann man einen Rucksack bauen, die Blumen denn rausnehmen und irgendwie die Blumen anpflanzen, ne? So, das hier schon mal schön. Das hier schon mal schön. Schon. Hier geht es irgendwann auf. Was zu essen. Und eine Blume. Ja, ne, da haben wir das soweit ja alles, ne? Gut, den könnten wir jetzt noch rausnehmen. Den können wir hier lesen. Der Aubergine. War jetzt, glaube ich, eine Aubergine, ne? Ne, hier. Ne, wo war der Ausgang? Doch hier. Ne, hier. Gott. Läuft man aber manchmal im Kreis, ne? Kannst ja gar nichts gegen machen. Ja, und dann wäre es eigentlich gut, wenn wir hier mal kleine Basen bauen. Irgendwo. Hier haben wir ja unsere kleine Hauptbase. Also vorerst, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, es bleibt hier so. Wäre jetzt auch gar nicht so schlimm, muss man sagen, aber ist jetzt noch nicht so nötig. So, erstmal. Das hier so weg. Hier rein. Ach ja, komm. Was brauchen wir denn für den Rucksack? Da ist der. Noch Eisen und Silizium. Ja, das ist okay. Ein Silizium haben wir noch, ein Eisen. Also, da müssen wir ja eh den Rucksack noch ablegen. Und jetzt hier dann schon mal weg. Ach, da können wir gar nichts tragen. Stimmt ja, da waren ja irgendwo die fünf Probleme. Ja, dann mache ich mal hier die Sachen raus. Der jetzt in meinen Ruck. Ach, da. So, und jetzt dürften wir den bauen können. Ne, noch ein Titan. Und dann haben wir den Rucksack. Genau. So, zack. Ja, wird es hier mehr, aber sonst nicht. Ich dachte auch, die Kammern wären ein bisschen mehr, aber nö. Auch nicht so richtig. Ja, da kannst du auch nichts machen. Gut. Ich würde sagen. Irgendwie Fenster ist okay. Wir bauen hier nochmal zwei Kisten da hinten. Und die eine Kiste ziemlich platt. Stoff rein.
Baustoff ist jetzt nicht so das Wichtigste. Das hier. Können wir nämlich die auch zerlegen. Ist hier noch was drin? Nee. Wollte schon sagen. Und hier Sondersachen rein. Oh. So, dann sieht es nämlich schon mal relativ gut aus. Dann müsste der nur noch gedreht werden eigentlich. Ne? Sehr schön. Adwart. Ein bisschen zumindest. So, Terraformen, Kobalt, Silizium. Silizium haben wir glaube ich gar nicht mehr. Laufen eigentlich auch mit den Resten hier so ein bisschen jetzt raus. Trinken, Eisen. Ja, dann würde ich hier gleich nach hinten auf der anderen Seite. Ja, so ein Lithium sammeln. Halt mal finden. Der Richtung Aluminiumfeld. Dann auf jeden Fall da ein bisschen was einrichten. Da oben so. Das wäre ganz gut. Muss hier oben so was hinbauen, schon mal eine kleine Base. Dann haben wir schon mal ein bisschen toller, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass wir auf jeden Fall Titan noch irgendwie brauchen, um irgendwas zu machen. So, ja, hier. Sag ich doch, Titan brauchen wir noch. Ja, hier liegt ja noch ein Stück rum, zumindest mal eine Tür zu bauen. Dann können wir hier nämlich ein bisschen vielleicht aufgedüngte Pflanzen bauen oder so. Das ist auf jeden Fall gleich ein bisschen cooler als davor, glaube ich. Okay, vielleicht machen wir es so rum diesmal. So. Den hatten wir auch bei, ne? Ja, sehr schön. Sehr, sehr ordentlich. Ja, also leicht im Boden kann er ja nicht bauen. Das war ja immer hier so das größte Problem. Dafür können wir ja voll schön nach oben bauen. Für mich ist ja auch wichtig das hier, ne? Hier sind wir ja bei der Iridiumhöhle gleich. Und können das halt dann da schön mitnehmen. Den ganzen guten Stuff. Ja, erstmal das Wichtige hier. So, das wirkt schon mal cool.
Und dann haben wir dran. Also hier sieht natürlich jetzt ein bisschen einheimischer aus. Jetzt brauchen wir natürlich Eisen für ein paar Kisten, die wir hier zusammenbauen. Hier draußen, hier die Gestelle. Sonst sieht es, wie gesagt, immer so komisch aus, wenn es so schwebt, finde ich persönlich. Jetzt mal weg, alleine weil wir Siliziummangel hatten da drüben. Sehr, sehr ordentlich. Hier, das hier noch. Immer den Jutet, das Jute Eisen. Ohne Eisen keine Kiste. Und ohne Kiste werdet ihr halt ein bisschen frech, ne? So, und dann machen wir uns hier gemütlich beim nächsten Mal. Wird schön eingeräumt. Ich danke und ja, hier wird ein bisschen uns hier Quartier, ob das hier das Hauptlager wird, weiß ich noch nicht. Ja, bin ich mal gespannt. Warten wir mal ab. Wir lassen uns überraschen. Bis denn. Ciao, ciao.